Er ist einer der abwechslungsreichsten Fernwanderwege Hessens. Er schlängelt sich durchs Bergland entlang der Eder und führt durch den einzigen Nationalpark Hessens. Diese vier haben ihn für uns erwandert und auf ihrer Tour beeindruckende Bauwerke entdeckt. ...143 Kilometer auf dem Ederhöhenweg von der hessisch-nordrhein-westfälischen Grenze bei Bettelhausen entlang der Eder und des Edersees bis zur Mündung in die Fulda bei Edermünde. Hallo! Wie kann man denn so gute Laune haben? Bei dem Wetter. Kannst losgehen! Ist das schon zu Fuß über schön, Berg euch gekommen, zu sehen. Oder wie? Ich bin schon zu Fuß über den Berg gekommen. Von da ungefähr. Also ich wollte von da kommen. Ich hätte auch von da kommen können, aber ich war eh schon da. Da dachte ich, komme ich von da. Ich dachte, wir gehen heute Richtung Fritzlar, Edermündung an der Eder entlang. Also es werden ein paar mehr Etappen als nur heute. Es werden so um die 150 Kilometer. Hier sind wir ja noch in Nordrhein-Westfalen und werden jetzt nach Hessen wechseln. Gehen wir einfach mal da lang, würde ich sagen. Es wird kalt, ne? Auf geht's. Bei knapp 4 Grad und Nieselregen machen sich unsere Wanderer auf den Weg. Die Sängerin und Schauspielerin Annabelle, die gerade neu nach Hessen gezogen ist. Die Studentin Lena. Der Lebenskünstler Horst. Zusammen mit dem Wanderführer Daniel. Die erste von 8 Etappen führt unsere Wanderer von Bettelhausen vorbei an Hatzfeld bis nach Battenberg. Die Edergurke. Ja. Wir sind jetzt ungefähr hier und das ist unser Weg. Und da oben, wo es zu Ende ist, geht es noch ein bisschen weiter. Also da ist noch nicht zu Ende, da geht es noch weiter. Aber ich will euch noch was ganz Besonderes zeigen. Kommt mal mit. Komm, halt, wartet, hier, halt. Wenn ihr jetzt nach hier guckt, seht ihr Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr nach da schaut, seht ihr Hessen. Also die Seite gefällt mir ein bisschen besser, ne? Ja, da gehen wir ja auch lang jetzt. Warum gefällt dir die Wissen? Weil das Hessen ist. Ach so. Lena. Jetzt hört auf damit. Wollen wir weitergehen? Ja, komm. Unsere Gruppe hat bis zum Zielort Battenberg gut 17 Kilometer vor sich. Zunächst führt der Ederhöhenweg berghoch über den Dornbracht, dann weiter durch das Elsofftal in Richtung Hatzfeld. Ja, regnet immer noch. Trotz des trüben Wetters verlaufen können sich unsere Wanderer nicht. Der Ederhöhenweg ist gut ausgeschildert. Ein weißes E auf schwarzem Hintergrund. Markiert wurde der Ederhöhenweg übrigens schon Anfang der 1980er Jahre. Festes Schuhwerk ist ein Muss, denn kurz vor Battenberg geht's auch wieder runter. Alles glitschig von dem Regen hier. Ein Himmelreich für ein Bier und eine Bratwurst. Und eine Toilette. gibt es bestimmt alles, wo wir jetzt ankommen. Ist nicht mehr weit, höchstens noch 200 Meter. Ja. Und nun dann geht's bergab. Schaut hier, wilder Wassergarten noch, 200 Meter, wie ich gesagt habe. Wie Wassergarten? Ich habe genug Wasser von das oben. Das Schild lügt ja wohl nicht. Na schön, ne? Das Dach voller Gras. Ja. Das ist wie im Auenland. Ja. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Du bist Jürgen? Jürgen. Ich bin Daniel, wir haben telefoniert. Hallo Daniel. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Der Natur- und Wassergarten ist für jeden Besucher offen und lädt nicht nur zum Übernachten ein. Hier verbindet sich Kunst mit dem natürlichen Bewuchs des Gartens. Nichts wurde extra angepflanzt. Alles, was hier grünt und blüht, hat sich ganz von selbst angesiedelt. Und schon wieder Wasser.
Trocken übernachten können die Wanderer unter der Erde. Das ist ja süß hier. Ja, hier bleiben wir. Ja, wir befinden uns hier in unserem Erdhügelgartenhaus. Achso, also das Schlafzimmer ist auch schon wirklich unter der Erde jetzt? Ja, das komplette Bauwerk. Und das Dach geht nahtlos auf dem Gelände weiter. Das heißt, es hat so ein bisschen so einen Höhlencharakter. Ja. Aber vor dem Schlafengehen gibt es noch etwas zu essen an der von Jürgen Neussel selbst erfundenen Grillronde. Ein Herz fürs Wandern, ne? Und jetzt noch Salz und Pfeffer. Die Laune sonnig, trotz der gelaufenen 17 Kilometer im Dauerregen. Die erste Etappe geschafft. Nächster Morgen, die zweite Etappe des Ederhöhenwegs führt durch die Kleinstadt Battenberg, über Birkenbringhausen nach Frankenberg. Alles in allem gut 14 Kilometer. Hör dann das nicht auf mit dem Berg hoch. Wir haben es ja bald geschafft. Von hier oben hat man einen schönen Blick über das Edertal gleich. Das sind noch 200 Meter, ja? Ja, das kann man da auch gut sehen dann. Luftlinie. Ach ja, das hat sich gelohnt. Ja. Okay, ne? Edertal. Und schön. Seht ihr die Brücke da hinten? Ja. Da müssen wir hin. Also 200 Meter ungefähr. Ja, höchstens 200. Geradeaus. Genau. Ach, guck mal, ein E. Jetzt geht's von der Battenberger Oberstadt runter am Hänsel- und Gretelbrunnen vorbei. Nee, aber guck mal, Hänsel und Gretel stehen auch im Regen. Ja, ja. Warum, soll es, warum soll es uns besser gehen? Hört auf zu jammern. Aha, da ist er. Unser Weg. Ja, guck mal. Unser Weg. Genau, noch 126 Kilometer. Ach ja, das ist schon. Das hört sich... Wenn man das mal so thematisiert, also es hört sich schon weit an. Nein. Zumindest regnet es nicht mehr. Gut gelaunt haben unsere vier die Ederauen bei Birkenbringhausen erreicht. Eine besonders interessante Stelle sind die Klippen an der Klingelstede. Dort hat Daniel ein Treffen mit Heinz-Günther Schneider vom NABU Waldeck Frankenberg organisiert. Da steht er bestimmt auch schön. Hallo. Hallo. Wir sind verabredet. Hallo. Hallo. Von draußen. Herzlich willkommen am reisenden Fluss Eder. Hallo, danke. Moin. Super. Hallo. Die Eder kommt aus dem Rothaargebirge. Zwischen Battenberg und Frankenberg fällt das Flussbett steil ab. Das Wasser prallt immer wieder auf Gestein. So, dann schauen wir uns mal die Klippen ein bisschen näher an. Im Lauf von 1,7 Millionen Jahren hat sich der Fluss tief in das Gestein eingegraben und seine Spuren hinterlassen. Vorsichtig, ist ein bisschen glitschig. Entstanden sind steil aufragende Klippenwände. Das, was Sie hier sehen, ist der Rest eines Gebirges. Ja, vor etwa 350 Millionen Jahren der Karbonzeit gab es das Variszische Gebirge. Da hatten die Mittelgebirge von Westeuropa bis nach Mittelosteuropa eine Höhe von bis zu 5 Kilometer erreicht. Ja, die sind durch Zusammenstoßen der Kontinente sind die aufgefaltet worden. Und das Gebirge war 5 Kilometer hoch. Und im Laufe der Jahrmillionen bis zum Ende der Permzeit, so 250 Millionen Jahre, ist dieses Gebirge ähnlich wie die Alpen, man sieht es an manchen Stellen, abgetragen worden. Das heißt also, diese Steine sind mindestens 250 Millionen Jahre alt. Kommt man sich als Mensch so klein vor? Ja, und so jung. Es ist so unvorstellbar. Ja. Also es ist Wahnsinn. Es ist echt beeindruckend. Die Buntsandsteinfelsen an der Eder sind heute ein geschütztes Naturdenkmal. Können wir ein bisschen schneller gehen? Ich falle hier runter sonst. Oh, das ist ganz schön schräg hier, Horst. Ups. Hätte mir Stollen dran packen sollen. Ich zieh dich. Ach, das ist aber nett. Von einer jungen Frau abgeschleppt werden. Hinter Birkenbringhausen verläuft der Ederhöhenweg dann nicht mehr so steil. Rund 8 Kilometer geht es immer entlang der Eder bis nach Frankenberg, dem Ziel der heutigen Tagesetappe. Unsere vier Wanderer werden hier übernachten.
Nächster Tag, nächste Etappe. Doch vorher noch ein kurzer Abstecher am Frankenberger Rathaus vorbei. Das ist ein echt schönes Rathaus, ne? Ja. Nee. Aber das wurde dreimal gebaut. Dreimal? Ja, konnten Sie nicht genug kriegen? Ich glaube, 1479 ist es beim Stadtbrand abgebrannt. Und dann wurde es 1509 nochmal gebaut. Und das hat 10 Türme. 10 Türme? Warum 10 Türme? Weil sie es können. Die 10 Türme stehen für die 10 Zünfte, die es zur Bauzeit in der Stadt gab. So etwas ist außergewöhnlich und macht es zu einem der schönsten Rathäuser Deutschlands. Die vier machen sich auf den Weg, raus aus der Stadt und weiter auf dem Eder-Höhenweg. Er führt sie direkt durch den 25 Hektar großen Frankenberger Wildpark. Der hat rund um die Uhr geöffnet. Guten Tag. Wir sagen es gleich, wir haben keinen Eintritt bezahlt. Das brauchen Sie hier auch nicht, den Frankenberg. Das ist also doch recht. Hallo. Hallo. Wildparkleiter Erich Reitz ist pensionierter Förster und kümmert sich um rund 70 Tiere. Er hat eine Überraschung für die vier. Bei den Wildschweinen gibt's Nachwuchs. Ja, wir haben 8 Tage alte Frischlinge. Oh. Das sind, da unten drunter stecken sie. Da unten drunter. Oh nein, oh nein, die kleinen. Oh nein. Oh, sind die süß. Ja. Ja? Ja. Annabelle und Lena sind schon mal hin und weg. Ja. Schönen Tag. Danke schön. Tschüss. Danke. Schönen Tag. Tschüss. Außer den Wildschweinen gibt's noch Muffelwild und Bergziegen. Verschiedene Hirscharten können sich frei auf dem Gelände bewegen. Neugierig sind sie. Neugierig sind sie. Ja. Ja, das war schön. Ja. Und wie weit haben wir es jetzt noch? Also erstmal die nächste Etappe, Ankunftsort ist Habshausen. Das sind ungefähr 200 Meter. Ja, schön wär's. Die vier haben jetzt noch 20 Kilometer vor sich. Die Strecke führt sie von Frankenberg vorbei an Eder-Bringhausen bis nach Harpshausen, direkt in den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Zu einem der schönsten Aussichtspunkte des Edertals, dem Hagenstein. Das war schön hier, ne? War schön hoch, ne? Ja, ganz ordentlich. Den Ausblick haben wir uns aber jetzt auch echt verdient. Sieht aus wie gebügelt. Es ist zu ordentlich. Sieht aus wie gebügelt? Ja. Wie bügelst du denn? Toll. Aber von da hinten sind wir gekommen gerade. Echt? Von da hinten unten. Ach, da hinten. Von da hinten unten. Und nach da hinten weg müssen wir dann noch. Die Schnurmstrellen. Ich muss mich mal setzen, das schickt mir hier mit den Rumstehen. Das ist ein Wort. Der Aufstieg mit fast 400 Höhenmetern war mühsam. Hallo. Hey, Andreas. Hi. Daniel, grüß dich. Andreas Schöneweiß ist Ranger im Nationalpark. Er hat Daniel versprochen, die vier hier aufzugabeln. Hat's einen anstrengenden Weg hinter euch, oder wie? Von Schmidt-Lothheim hier hoch, das ist eine anstrengende Tour, glaube ich. Ich würde euch jetzt einfach mal zu einem kleinen Brotzeit einladen. Wir gehen da vorne zu der Buche, pflücken uns ein paar Buchenblätter, die legen wir uns dann hier auf das Brot. Und das schmeckt, das habe ich ja noch nie gehört. Das schmeckt super gut. Okay. Buchenecker habe ich ja schon gehört. Also ganz frisches Buchenlaub. Jetzt, das gibt's, ist halt nur jetzt in dieser Zeit möglich. Nachher wird das ein bisschen bitter, schmeckt dann nicht mehr so gut. Aber jetzt können wir das super machen. Da würde ich euch gerne jetzt probieren lassen. Solche Tipps gibt's nur bei einer Führung mit einem Ranger im Buchen-Nationalpark. Vielleicht noch ein bisschen eine Prise Salz dazu. Salz ist immer fein. Es ist nicht ganz so nussig und nicht so scharf, sondern es ist so Sauerampfer. Wie Sauerampfer, nee, nur Sauerampfer ohne Sauer. Ohne Sauer. Und Sauerampfer ohne Sauer, das klingt gut. Ja. Schmeckt gut im Mund. Jetzt aber weiter in Richtung Etappenziel. Ja, dann.
diesem Abschnitt klammern sich alte Buchen an die Steilhänge hinab zum Edertal. Über einen Abzweig vom Ederhöhenweg geht es knappe 2 Kilometer nach Harpshausen. Dort betreibt Andreas Schöneweiß mit seiner Familie auch noch einen Bioland-Ferienhof. Dazu gehören 3 ökologisch gebaute Ferienhäuser, die er an Wanderer und Urlauber vermietet. Die Häuser gehören dir? Ja, die gehören mir. Alle? Ja, alle, genau. Ach so? Ja. So, ihr Lieben, das Ziel ist erreicht. Unser Schlafquartier. Euer ja. Schlafquartier. Ach, schön. Schön. 8 Personen können in so einem Haus übernachten. Riesengroß. Klasse. Ich sag's euch ja nur ungern. Heute Nacht dürft ihr hier gerne bleiben, aber morgen müsst ihr dann alleine. Du bleibst hier, oder? Ist auch schön hier, ne? Kann ich euch ja was Schönes kochen. Und wer möchte, bekommt einen gefüllten Kühlschrank mit Bio-Lebensmitteln. Jetzt aber erst einmal gute Nacht. Nächsten Morgen geht's von Harpshausen aus am Edersee entlang bis nach Bringhausen. Das sind etwa 16 Kilometer. Ich bin so schön ausgeschlafen. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Der Weg führt die 4 direkt zurück in den Nationalpark. Gut zu erkennen an der Eule. Da sind wir wieder im Nationalpark. Und welcher ist das? Der Kellerwald. Und weiter am Edersee. Brav. Je näher die 4 dem See kommen, desto ebener wird der Weg. Montagstest. Der Ederhöhenweg verläuft ab Asel Süd parallel mit dem Urwaldsteig direkt am Ufer entlang. Das ist total idyllisch. Wenn es jetzt ein paar Grad wärmer wäre, könnte man schön schwimmen gehen. Und jetzt ist das Wasser wahrscheinlich wärmer als die Luft. Ja, wahrscheinlich. Die Temperaturen liegen gerade mal knapp über der 10-Grad-Marke. Noch. Guck mal, wenn ihr da hochschaut. Könnt ihr das sehen? Ja. Das ist die Wokhölle. Dieses Geröll, was da oben liegt. Wokhölle? Was Wokhölle. Ist denn das für ein Name? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, dieses Wok, das kommt von Wackerstein oder Wacker. Ja. Und also große Steinklötze. Und wenn man da zu Fuß oder durchgeklettert ist, hat man sich ganz leicht die Füße gebrochen. Und so nannte man das früher die Hölle. So ist Wokhölle entstanden. Wir treffen gleich noch den Forschungsleiter vom Nationalpark Kellerwald-Edersee. Ach, und der kann uns ganz bestimmt da mehr drüber erzählen, als ich das weiß. Über die Hölle und die Vogonen. Die Wokhölle ist das Juwel des Nationalparks. Ach, der Achim. Da ist er. Ich habe auch einfach mal gewunken. Achim Frede trifft die 4 deshalb genau hier. Ja. Die Wokhölle ist einer der letzten Buchen-Urwälder Deutschlands. Und sie gehört deshalb zum Weltnaturerbe. So viele Moose, Flechten und andere verschollen geglaubte Pflanzenarten gibt es sonst nirgendwo in einem Buchenwald. In den Steilhängen des Edersees wächst auch die seltene Pfingstnelke. Das hier ist der Unterlauf des Banffebaches, der bildet hier einen wilden Bruchwald. Können wir uns die Pfingstnelke denn auch noch ansehen? Ja, da kommen wir gleich hin. Der Blosenberg mit seinen offenen Felsen, da werden wir in einer Minute sein. Ach, schön. Eine Minute sind so 200 Meter. Wo ist denn nun die Nelke hier? Ja, wir sind hier am Fuß vom Blosenberg und gleich in Augenhöhe sehen wir sie. Wir müssen ein kleines Stückchen suchen. Die Pfingstnelke blüht leider noch nicht. Zu kalt. An diesem Steilhang ist das hessenweit größte Vorkommen der Urmutter unserer Gartennelke. Wenn wir am Felsen hochschauen, dann sehen wir noch mehrere Polster. Und hier in dem Steilhang leben insgesamt 600 verschiedene Polster von der Pflanze, von dieser hochseltenen Pflanze. Und Polster ist immer so ein Fleck. Genau, das hier ist ein relativ kleines Polster. Wir haben auch eben ganz große Polster noch gehabt. Die sind aber weiter oben versteckt. Aha.
Und wenn die im Pfingsten, wie der Name sagt, Pfingstnelke, blühen, das müsste so Ende Mai sein, dann haben wir große rosa Polster wie im Steingarten. Das, was jetzt hier an Knospen zu sehen ist, das geht dann in 2-3 Wochen auf und bildet solche schönen pinken Polsterformen. Sehr schön. Schade, dass man es jetzt nicht sieht. Kommen wir halt nochmal. Und die Bilder von den Pfingstnelken könnt ihr behalten, die gebe ich euch mit. Ich habe jetzt noch einen Termin mit den Forschern aus der Universität. Schön. Ja. Dankeschön. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wie gibt ihr das? Muss toll aussehen, wenn der ganze Hang blüht. Naja, die Enttäuschung über die noch nicht aufgeblühte Pfingstnelke ist dann aber schnell vergessen. Was ist denn das da vorne? Blauer Himmel. Nee. Ja, nein. So sieht blauer Himmel aus. So lange nicht, ich kann mich kaum erinnern. Dass wir das noch erleben dürfen, guck dir das an. Schauen wir mal, wie lange es hält. Können wir ja heute Abend noch in den See springen. Beschwingt von der Sonne marschieren die vier schnurstracks auf Bringhausen zu. Man wird so schön bunt empfangen hier. Ja. Das Bunte sind Surfsegel. Ach, der Lars ist hier. Ja, oh, das glaube ich ja nicht. Ja. Mensch, grüß dich. Endlich sehe ich ein Schöpfchen hier. Ihr kennt euch? Ja, schon länger. Cool, wir haben telefoniert. Wir schlafen doch bei dir. Hi. Ja, grüß dich, Daniel. Hi. Hallo. Hey. Habt ihr ein paar Minuten Zeit? Wollt ihr mal aufs Wasser? Runde Stand-up paddeln, Kanu fahren oder so? Stand-up paddeln? Ja. Habe ich noch nie gemacht. Ganz simpel, zeige ich dir. Gerade stehen kannst du, wunderbar. Grundvoraussetzung hast du. Dann hüpf mal in den Anzug und los geht's. Ich bin der Fluch des Edersees. Schick, 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 Herr Wanderführer. Kann man auch ohne Füße rein? Erstmal ein historischer Moment. Die Mütze ist an. Los, jetzt aufstehen. Ja, schön, Daniel. Super, Daniel. Wuhu! Guck dir das an. Ich bin der König der Welt. Nein, 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 nein. Ist ganz einfach. Nein. Aber bei einer Wassertemperatur von 8 Grad will das nicht jeder. Oh nein, ey. Ja, es musste ja so kommen, ne? Ich hätte es ja eh nicht gemacht. Jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir über den See. Daniel dreht mit Lars Kreh, dem Besitzer der Surfschule, noch eine Runde auf Deutschlands zweitgrößtem Stausee. Und danach ist für unsere Wanderer erstmal Schlafen angesagt. Sonne! Ja, gut das Frühstück geschlafen. Tschüss, macht's gut. Ja. Tschüss. Guten Tag und euch. Danke. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tag 5 der Wanderung und endlich hält das Wetter. Heute geht's 12 Kilometer von Bringhausen bis zum Peterskopf mit seinem Hochspeicherbecken und wieder runter bis nach Hemfurt am Edersee. Da ist die Eule wieder. Ja. Und das E. Genau. Und wenn ihr euch umdreht, dann seht ihr den 5-Seen-Blick. Hier ist ein See, da hinten 2, 3, 4, 5. 5 Seen. Aber genau, alle. Hier sieht man auch nicht so richtig, weil da die Bäume schon zu sind. Ja. Alles einer letztendlich. Das ist, letztendlich ist es ein See. Ne, aber man sieht aber halt, das sieht so aus, als wären es 5. Ja, ja. 5 Arme. Ist das ein Ausblick? Ne? Das ist echt richtig. Das ist echt wie Urlaub. Ja. Es ist Urlaub. Ja, aber Urlaub in der Heimat. Ja. Einfach so ums Eck, ne? Einfach ums Eck? Ja. Gut, dass es heute nicht regnet. Gute 5 Kilometer geht's jetzt über den Ochsenwurzelkopf, stetig bergauf, durch die Buchenwälder des einzigen Nationalparks in Hessen. Seit 2011 ist er zusammen mit 4 weiteren alten Buchenwäldern in Deutschland sogar Weltnaturerbe. Opa. Buchenwälder gibt es nur in Europa. Als Weltnaturerbe steht dieser fast 6000 Hektar große Wald auf einer Stufe mit der Serengeti oder dem Grand Canyon.
Mittendrin, oben auf dem Peterskopf, liegen die Hochspeicherbecken eines Energiekonzerns. Deshalb nennen ihn die Leute hier auch den Energieberg. Hier gibt es eine Aussichtsplattform, 530 Meter hoch. So, und jetzt dreht euch mal ganz langsam um. Das hat sich mal echt gelohnt. Hier ist Blick, ne? Ja. Hier hast du, aber hallo. Oh, das ist schön. Man hat hier richtig Weitblick, ne? Also es sind locker 70 Kilometer, die man hier guckt. Da hinten Bierstein, Hoher Meißner. Guckt fast 80 Kilometer hier, schätze ich. 70, 80 Kilometer hier so rüber. Vor allem hätten wir vor zwei Tagen gar nicht so weit gucken können. Nee, ja, das nicht. Haben wir Glück gehabt. Und Hunger, Durst? Ja. Ja, alles. Wollen wir was essen gehen? Oh, bitte, ja. Los. Ich hab richtig Hunger. Wo? Wo lang? Da runter wieder. Ach so, okay. Jetzt endlich mal runter, ne? Am Fuße der Hochspeicherbecken die neue Jausenstation zum Waldbölker. Bindiklopp, was ist das? Das ist alle Wurst. Was ist Schmalz, das alles? Rote Wurst, Schmalz und Käse aus der Region. Der Hempfurter Felix Born hat sie 2016 gebaut. Dankeschön. Greif zu. Nimm. Ja. Neben zünftigen Würsteplatten gibt's bei Felix auch warmes und leckeren Kuchen. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Ich bin so voll. Ich könnte hier runterrollen. Satt und glücklich rollen die Viecher den Berg runter. Was denn das? Ja, wir müssen nicht laufen. Zum Glück gibt's eine Standseilbahn hinab ins Tal. Auf einmal tun die Füße nicht mehr weh. Ja! Oh. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ist aber gut, dass wir das nicht laufen müssen. Festhalten, wir fahren ab. Zu Fuß wären es jetzt noch mal knapp 4 Kilometer bis Hempfurt. Mit der Bahn erreichen die vier in 15 Minuten ihr Ziel. Das Hotel von Felix Borns Eltern liegt in der Nähe der Talstation. Dort übernachten unsere Wanderer heute. Tag 6 der Wanderung. Start in Hempfurt am Edersee. Horst, hast du dich gut eingecremt? Ja, so ein bisschen. Ne? So mein zartes Näschen. Ich könnte fast Winnetou zu dir sagen. So. Winnetou vom Edersee. Horst die Krabbe. Oder so. Ja. Das kommt mir aber bekannt vor da oben, oder? Ja, das ist hier diese Aussichtsplattform vom Hochspeicherbecken. Da ach ja, wann war das? Gestern unter. Schön. Ja. Aber wir gehen erst mal darüber. Siehst du mal, wie Lena sich umgeguckt hat? Na. Ja. Aber ich habe aufgepasst. Aufgepasst. Was ist das hier? Ja. Sperrmauermuseum. Können wir uns mal angucken. Das ist ein Schul- und Lehrmuseum über einen Teil der Geschichte von Waldeck-Frankenberg, der nicht so lustig ist. Also wir haben ja auch viel Spaß. Ja. Aber es gibt halt auch Momente an der Sperrmauer, die nicht so schön waren. Das würde ich euch hier gern zeigen. Gerne. Guten Tag. Hallo. Hallo. Was ist das denn? Das Modell ist aber nicht ganz fertig gebaut. Ja, es hat ja auch einen Grund. Und zwar wurde damals die Mauer zerstört am 17. Mai 1943, die Edersperrmauer, im Rahmen der Kriegsereignisse. Und das ist ja hier ein Museum, was dieses Thema beschreibt und behandelt. Und dann kann man einiges über die Zeit erfahren. Und wie? Ich habe gedacht, da wäre so ein Netz davor gewesen. Ja, im Wasser war ein Torpedonetz gespannt. Aber man hat die Bombe ja so gebaut, dass die über das Netz drüber springt. Deswegen hat sie auch eine Form wie eine Dose. Und das kann man hier ganz gut sehen. Hier ist das Flugzeug etwas größer, das sind die gleichen Maschinen, nur kleiner. Hier sieht man die Rollbombe und die rotiert, dann wurde sie aufgemacht und dann ist sie gesprungen, also abgeworfen, dann ist sie über das Wasser gesprungen. Und übers Netz? Genau, übers Netz und dann explodiert und dann hat das Wasser die Mauer weggeschoben. Aber das muss ja fatale Auswirkungen gehabt haben, als da, was weiß ich, wie viele Millionen Liter Wasser aus diesem Loch rausgeschossen sind. Ja, die Flutwelle war gewaltig, fast so hoch wie die Mauer. Und im Edertal sind 47 Menschen ertrunken bei dieser Katastrophe. Wie so ein Tsunami.
Ja. Mhm. Eigentlich noch schlimmer, weil ein Tsunami ist ja nicht so riesenhoch wie die Welle hier. Die Welle war höher. Bei Karlshafen stand sogar unter Wasser. Was heißt das? Wie viele Kilometer sind das? Über 80. Kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Das Hochwasser brandete über die Flussufer von Eder und Fulda, riss Brücken weg, richtete bis weit in den Norden Zerstörungen an. Das ist so B- und R-drückend, was sich Menschen alles einfallen lassen. Ne? Ja. Ich habe auch kein gutes Gefühl hier. Aber es ist trotzdem gut, dass man es vor Augen geführt bekommt. Ja, natürlich. Bekommt, ne? Das natürlich. Ist so. Aber man merkt halt, dass, wie man sich fühlt. Hm. Schon krasses Zeug hier. Ne? Absolut beeindruckend, ja. Aber negativ beeindruckend. Ja, aber ist nicht so. Ja. Man läuft hier durch die schöne Natur und hat dann solche Bilder vor Augen. Ja. Vom Museum aus geht es heute über die Sperrmauer entlang des Eder-Höhenweges bis zur Domstadt Fritzlar. Mit 23 Kilometern ist es eine der längsten Etappen dieser Wanderung. Schon ein krasses Bauwerk, ne? Ja. Wenn du bedenkst, dass es 100 Jahre alt ist. Also es ist relativ exakt vor 100 Jahren gebaut worden. Kann man da drüber laufen? Über die Mauer? Ja. Über die Staumauer. Ach, das ist die Staumauer? Das ist die Staumauer, genau. Nee, da können wir drüber laufen. Oh, super. Und wie lang ist die? 400 Meter hier oben drauf, die Krone. Und 48 Meter hoch. 48 Meter hoch? Ja. So hoch wie der Herkules, fast. Ja. Fast. Und überleg mal, wie viel Wasser da drin ist. Wenn die voll ist, sind da 200 Millionen Kubikmeter Wasser drin. Sind wir noch auf dem richtigen Weg überhaupt? Ja, guck dir mal. Da. Das ist doch. Das E. X-E-W-O. Also hier sind deutlich mehrere Wege. Was? Die Sperrmauer unterhalb von Schloss Waldeck ist zentraler Punkt vieler Wanderwege. Ab hier geht's immer entlang der Eder bis zum Ziel unserer heutigen Etappe. Fritzlar. Nach gut 4 Stunden Weg erreichen unsere Wanderer die mittelalterliche Stadt. Sie geht auf eine Kirchen- und Klostergründung durch Bonifatius zurück. Die Stadt war lange Zeit eine Enklave des Erzbistums Mainz in Hessen und hart umkämpft. Die gut erhaltene Stadtmauer und die vielen Wach- und Wehrtürme erinnern bis heute daran. Aber unsere 4 Wanderer haben dafür erstmal keinen Blick, sondern Hunger und Durst. Ja. Und da müssen wir hin. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Gut ausgesucht. Ja, richtig flasch. Fleisch. Obwohl mir die Buchenblätter ja auch geschmeckt haben. Naja. Mit Fleisch drunter für Horst. Buchenblätter. Aber sitzen das erstmal auch gut. In der Steakmanufaktur mit Bierschenke. Wow, wir haben Fleisch dabei. Das sieht sehr gut aus. Zum Wohl. Oh ja. Ich würde ja die anderen auch gerne mal probieren, ne? Die eigenen. Wenn das leer ist, ne? Das, das fädel ich ein. Ja. Der Tag war lang und gut. Und schön. Und ist lecker. Dann alles in Ordnung? Ja. Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass wir bestimmt nicht mehr ins Hotel finden. Wir würden gerne mal alle Biersorten probieren. Gerne, bring ich ihn. Ja? Ja. Einmal unsere Bierprobe. Das ist ein bisschen heftig, ne? Ach, aber es sind süße Gläser. Genau. Und das Besondere an unserem Bier, Sie können das halt wirklich nur hier in Fritzlar trinken, weil es lebendige Kulturen, Hefekulturen beinhaltet. Und es gibt es auch wirklich nur hier. Deswegen verkaufen wir es auch nicht in anderen Städten. Dann nimmt man ab, ne? Nein, die schwimmen nicht da drin rum, aber die machen einen quasi lebendig. Das werden wir gleich schmecken. Man sieht die nicht rumschwimmen, aber gut. Ob man die auf der Zunge merkt. Die 4 verschiedenen Sorten Fritzlarer Dombräu kann man hier oder im Brauhaus 1880 trinken. Also ich finde das Dunkle und das Helle sehr, sehr lecker. Das hier, die anderen, ne? Auch, aber die beiden schmecken mir wirklich sehr gut. Also mir gefällt das Saison am besten, muss ich bis jetzt sagen. Mir ist es egal, mir schmecken alle. Und damit auch alle den Weg ins Hotel finden, gibt's zum Abschluss des Tages dann noch riesige Steaks. Die vorletzte Etappe.
Sie führt von Fritzlar über Obermöllrich bis in die Stadt Felsberg. Wie schön Fritzlar ist, das zeigt Daniel unseren Wanderern erst an diesem Morgen. Ich war jetzt schon so oft in Fritzlar und jedes Mal denke ich wieder so in mir drin, bei mich. Es ist echt eine der schönsten Altstädte, die es so gibt. Das haben wir gestern noch gar nicht gesehen, ne? Also nee, ich habe sowieso nichts mehr gesehen. Also, ich bin ja jetzt hier die neueste Hesse, ne? Ja. Aber dass es sowas in Hessen gibt, das ist der Hammer, ganz ehrlich, ne? Dann bleibst du hier. Ja, schön. Das wollten wir. Gut 14 Kilometer liegen vor Ihnen, vorbei an den Fritzlarer Neidköpfen. Das ist das Spitzenhäuschen. Aber wie? Ganz schön schief, aber auch schon 600 Jahre alt. Hier steht auch das älteste urkundlich erwähnte Rathaus Deutschlands. Es stammt aus dem 12. Jahrhundert. Und natürlich der Fritzlarer Dom. Den haben die Wanderer jetzt schon ein ganzes Stück hinter sich gelassen. Wir haben es auch nicht mehr so weit. Wie weit? 200 Meter. Hallo! Tatsächlich sind es noch knapp 8 Kilometer bis zum Ziel in Felsberg. Vorbei an dem Fritzlarer Stadtteil Obermöllrich führt der Eder-Höhenweg unserer Wanderer jetzt weiter am Südrand des Waldgebiets Oberstes Holz entlang. Langsam taucht die Felsburg auf, eine gut erhaltene, auf einen Basaltkegel gebaute Wehrburg aus dem 11. Jahrhundert. Auf den ersten Blick sticht vor allem der weiße Turm, der sogenannte Butterfassturm, ins Auge. Hallo. Hallo. Hallo, wir hatten gerade telefoniert. Ja, freut mich, dass Sie den Weg gefunden haben. Hallo, hallo. Schön, dass Sie uns aufschließen. Ja, ich schließe ihn auf. Ich bin gespannt. Ich gehe vor. Im Sommer ist die Felsburg an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Aber wer sich wie unsere Wanderer anmeldet, der bekommt auch unter der Woche eine Führung. Was ist denn das Besondere an dieser Burg hier? Ich meine, das sieht ja schon anders aus als viele andere Burgen, auf die man gehen kann. Ja, das Besondere an der Felsburg ist, dass sie eine mittelalterliche Wehranlage ist und seitdem nicht umgebaut oder verändert worden ist. Also alles, was ihr hier seht, ist Mittelalter. Da ist nichts dazugekommen, nichts dran gebaut worden. Das ist das Spezielle. Okay. Und wer war hier? Also was ist hier passiert? Wer war gegen wen? Ja, das haben die Landgrafen von Hessen im Mittelalter ausgebaut und aufgebaut in mehreren Etappen. Sie haben Krieg geführt gegen das Erzbistum Mainz, das in Fritzlar gesessen hat. Da seid ihr ja gerade hergekommen. Ja, ja, und deshalb steht hier so eine große, mächtige Burg. Ah, verstehe. Es hat dauernd Scharmützel gegeben und man hat mehr oder weniger immer mal wieder Krieg geführt und sich bekämpft und Schlachten geschlagen. Trotz aller Scharmützel, eingenommen wurde die Felsburg seit ihrer Erbauung nie. Auch nicht von den Fritzlarern. Na, müde? Bisschen. Ich hatte mir aber einer Mühe gegeben. Ja, und da gehen wir jetzt auch rein. Da gibt es jetzt Schmeckewöhlerchen und schlafen. Ah, oh, das ist süß. Ja. Hallo. Der Hausherr führt unsere Gruppe in den Dachstuhl des Felsberger Cafés einfach nur so zur letzten Übernachtung auf dem Eder-Höhenweg. Anna, falsch, Mädchen. Oh, gut. Gut. Oh. Nasszelle, Nobel. Nobel, Nobel. Hier kann man bleiben. Wir können ja dahin fragen, ob wir zwei Nächte hier schlafen. Ja. Nacht, Mädels. Gute Nacht, Jungs. Ausgeschlafen machen sich unsere vier auf den Weg. Die letzte Etappe. Aber guck mal, da vorne ist schon wieder die Eder. Ist das nicht schön? Ach, schön. Haben wir ja lange nicht gesehen. Stimmt, gestern den ganzen Tag nicht, ne? Ja, so richtig. Ja. Guck mal, Carlos. Ja, ich versuch mal was. Er lächelt Nico. Schon. Er lächelt schon. Nein! Ich hab euch doch was versprochen. Wie cool! Ich
kann gar nicht schwimmen. Brauchst du auch nicht, nur sitzen. Fett schwimmt oben, habe ich gehört. Moin. Hallo Daniel. Du kennst schon wieder einen hier. Okay. Schön, dass du da bist. Ja, auch so. Ran. Alles klar, ich habe schon was hingepackt für euch. Das absolute Highlight hat sich Daniel natürlich für den letzten Tag aufgehoben. Zieleinlauf zu Wasser. Dankeschön. Nico Preuß bietet Kanutouren an und verleiht Boote mit allem, was man zum Paddeln so braucht. Nach einer Sicherheitseinweisung wird es jetzt ernst für unsere vier Wanderer. Boote zu Wasser. Du darfst gerne anfangen. Ich bin der Erste, oder was? Möchte ich einsteigen? Horsts Begeisterung hält sich in Grenzen. Bei Daniel geht's schneller. Das Paddel vorne nach links. Hinten ist auf der rechten Seite. Leicht abstoßen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis später. Ja, ciao. Jetzt müssen die kleinen Mädchen das große Boot alleine zum Wasser tragen. Natürlich nicht. Nico packt mit an. Ich habe diesen Manöver schon wieder so ein bisschen vergessen, aber... Wichtig ist die Hand oben auf den Griff. Ah, ja, richtig. Genau, wie beim Spaten im Prinzip. Die rechte Hand ein bisschen tiefer. Ja? Okay, okay. Auf geht's. Viel Spaß, bis dann. Danke, tschüss. Ciao. Ja. Komm mir vor wie Lederstrumpf. Lederstrumpf? Schön. So wie am Amazonas hier. Nur weniger Mücken. Von Felsberg aus geht es die letzten 15 Kilometer mit dem Kanu bis zur Edermündung in die Fulda bei Grifte. Die Eder gilt als der natürlichste, sauberste und schnellste Fluss in Hessen. Ihre Ufer sind mit Auenwäldern gesäumt, die unter Naturschutz stehen. Auf Sie mit Gebrüll! Ihr Landratten! Wollt ihr uns kentern? Wenn sie mit dem Messer im Mund auf dich zurasen, dann weißt du, dass es soweit ist. Oh, oh. Ducken! Ducken! Erstes Hindernis. Das war unser erster Busch. Was habt ihr vor? Ich weiß. Nein, querfahren ist der neue Trend. Wusstet ihr, dass die Eder ein goldführender Fluss ist? Also hier kann man Gold finden. Echt? Nicht reinspringen jetzt. Nicht reinspringen. Im 16. Jahrhundert wurde in der Eder und in ihren Nebenzuflüssen Gold geschürft und daraus die sogenannten Eder-Dukaten geschlagen. Vorbei an Neuenbrunnsschlamm ist die Edermündung jetzt nicht mehr weit. Es ist total schön, wie die Weiden hier so reinwachsen. Ja. Sieht schon urig aus, ne? Und dann liegt das Ziel direkt vor ihnen. Hessen mal so zu sehen. Das war das Schönste, so Nordhessen kennenzulernen. Da bin ich sehr dankbar für. Also ich fand diese Felsburg am besten, die nicht schön gemacht wurde. Hat man mal gesehen, wie es eigentlich war. Deshalb da dann rauszufinden, was am besten ist, das Steg war am besten. Also dass man wirklich vom Berg ins Tal, durch die Adria, durch schwedische Fjorde läuft, das hat mich überrascht und einfach, das war am beeindruckendsten tatsächlich. Und gleich haben wir das Ende unserer Reise erreicht. Schon? Ja, schon. Das ging jetzt aber flott. Die Fulda. Ja, vor uns ist schon die Fulda zu sehen. Das ist sie? Das ist sie. Ja? Der Landschaft, ja! Super. Nach 8 Tagesetappen und 143 Kilometern haben unsere vier Freunde die Edermündung erreicht.